Wunderbar, ich kann es kaum erwarten. Endlich! Will starten. Ich habe jetzt schon die ganzen Einstellungen gemacht. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, die Einstellungen passen. Werden wir sicher noch mal reinschauen müssen. Ich habe mir sicher nicht gemerkt, was ich alles eingestellt habe beim Lenkrad. Aber jetzt geht's los. Musik gibt es jetzt natürlich keine, weil beim Streamen oder für YouTube-Videos hast du dann gleich Probleme. Somit will starten. Namen wählen. Na bitte nicht, Champion. Bleiben wir bei Commander. Da habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt jetzt. So. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel läuft. Also ich bin noch nicht drin gewesen. Ich habe nur die Einstellungen gemacht. Dass eben keine Musik ist, Lenkradl, dass das halbwegs passt. Oh. Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Wo alle willkommen sind. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Wir gehen zusammen als Freunde und Familie. Du fragst dich, was als nächstes passieren wird? Freunde, eines habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Oh ja. Wir spielen das mit Lenkradpedale. Schauen wir mal. Alba, dann bin ich gespannt, wie das wird. Bienvenidos a Mexiko! Wir sind dann auf der anderen Seite! Vertrau mir! Okay, die Kamera lässt du den noch nicht umkommen. Oh, Hilfen sind alle aus, also keine Traktion, keine Stabilisationskontrolle. Könnte etwas Verkehr aufkommen, sei vorsichtig! Also das wollte er nicht, shit. Und auf die kann aufkürzen. Freunde, amüsier dich ruhig, ich muss noch was ausliefern. Oh yeah. So schön der neue Corvette. Lieferzone rückt näher! Schöner Tag für eine Fahrt! Ja, schöner Zone. Hammer lässt man nicht umfahren. Ich verfolge den Sturm! Du Sigadrante! Fahr weiter! So fahren wir das mit Lenkrad und Pedale, das ist ja gleich was anderes. Oh, der Sound ist aber sehr geil. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube nämlich, da will man von der Cockpit-Ansicht kaum mehr was sehen. Schau mal, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Durch das Auge des Sturms! Ja, dann muss der Außen auf die Kamera fahren, weil sonst ist es sehr easy. Okay, auf mein Zeichen. 5, 4. Oder jetzt, auch gut. Das könnte etwas holprig werden. Wenn ich im Auto sitze und ich fliege vom Flugzeug runter, fahre ich keinen Meter mehr, weil ich ohnmächtig bin im Auto wahrscheinlich. Dschungel geht Donner. Touchdown! Nicht ein Kratzer! Der Dschungel wartet! Flamingos! Ja, und ich gehe mit, gell? Also ich bleibe nicht regungslos sitzen. Ich lebe das ziemlich mit, die Geschichte. Also nicht wundern. Und mit Lenkrad-Pedale ist es auch ein bisschen eine Arbeit. Wir sitzen also da, arbeiten nicht nur den Daumen. Was ist das? Wollt mal zurück, für mehr Biss. Schönes Drift da oben. Alter, schaut das geil aus. Ist der Pfeffer. Grafik ist da jetzt auf Ultra, also auf Extrem, es geht nicht mehr. Läuft aber flüssig. Ich drehe nochmal um und lotse dich über die Brücke! Bitte darum, man kann Bremser, man kann einen Drift, bis genau. Kann passieren, dass das noch 2-3 Mal herz kann. Maravilla! Du wirst deinen Augen nicht trauen, wenn du das siehst. Fahr weiter! Ja, ich hoffe doch. Oh, das war knapp. Die Spiegelung in der Scheibe. Oh. Was kommt denn da? Das ist die letzte Lieferung! Das ganze Festival wartet! Los, los, los! Den bin ich sehr gespannt. Das sieht am Lenker aus. Den bin ich ja sehr gespannt. Na, wie wär's? Ein kleines Rennen zum Festival? Vamos! Das ist Mexiko! Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schauen alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht! Ja, Untersteuern ist heftig. Da muss man wohl mit der Handbremse arbeiten, beziehungsweise... Wenn ihr zum Horizon Mexiko hier seid, dann haben wir etwas für euch. So ist besser, sieht man. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gepasst. Das liegt aber schön aus. Ups. Das ist der letzte Frachtflug, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem AMG jetzt noch ein Weg, aber man gehört trotzdem, ne? Was ist denn, was ist denn? Ideallinien haben wir natürlich gehabt. Ich habe diesen Fahrer schon einmal gesehen. Das war mal ein gekonnter Auftritt. Yes, ist das geil. Oh ja, das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Numero Uno beim Horizon Mexiko willkommen! Numero Uno! Player Number One dort. An Erfolg haben wir freigeschaltet. Ah! Es ist ein echtes Fiesta-Wahl, meine Amigos! Was ist denn da für... Und das für Charaktere, bitte. Herrlich. Und dazu noch eins der besten in der Geschichte des Festivals. Wartet's nur ab! Na, das schaut aus, als war da gerade mit der Schule fertig gewesen, ne? Ja, das geht. Es wird heiß! Gleich sind sie da und stellen sich vor! Ich glaube, wir nehmen den. Wirkt ein bisschen verzweifelt, oder? So, der Frisur. Es wird heiß. Was passelt da draußen jetzt? Oh. Entschuldigung, was ist da der nächste Coffeeshop? Hello, Simonussi. Diese Superstars wissen, wie sie einen Auftritt hinlegen, hä? Oh! Hola! Na, so weit sind wir noch nicht, dass wir klotzen da. Es geht. Oh, das ist halt so zerstrobelt, aber. Oder? Das ist recht okay. Tja, da muss ich doch glatt ein wenig warten. Hm, Scotty hatte sein Intro. Das ist ja fast mein Warten, ne? Da bist du vorhin nicht so zusammenklatschen. Nehmen ist ja wohl. Nicht? Nehmen Haarfarbe. Ich meine, ich bin schon ein bisschen weißhaarig, nur so noch nicht. Also, haben wir eher da, glaube ich. Prothesen? Na, brauchen wir eigentlich keine Prothese. Brauchen wir zum Glück noch nicht. Was ist? Gibt's da hinten noch Catering? Ist deine Torte auf? Jedes ist durch Besuch auf den Autohaus ein. Das war's. Ein Riesenapplaus für Kommando! Ich hab mir nichts gesagt, ist ein gestörtes Auge. Hey, Amigo! Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten. Aber nicht so. Sollen wir dafür Stimme auswählen? Spektakular? Ja! Haley, ich habe dir so viel zu zeigen. Das müssen wir dann ändern. Das ist ja irre. Da ist nur den Stimmbuch gewesen. Jungla, Piramides, La Belleza de Mexico. Deine Aussprache war übrigens... Muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Treffer. Ich glaube, ja, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Oh mein Gott. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festivallogistik. Da bleibt nur... Primita! Ben! Hey, wenn man so schnell wie es geht, wenn du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a hacer banda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Ja! Mira, que chulada! Was für eine Sammlung, du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Ja. Wahnsinn, wie schaut das geil aus, oder? Ah, der A90 Supra. Der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. Gute Wahl, besonders wenn du gern quer fährst. Da haben wir viel gejammert bei dem. Der alte war schöner. Ja, aber nur hergerichtet, ne? Vom Werk her war der alte nicht schöner. Oh mein Gott, die stehen nicht, das ist eine Katastrophe. Super, wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Gut war das. Schaut euch gut aus, Alter. Machen wir es ganz einfach, da wäre mal so, ne? Oder ganz weg. Jeder 01. Oder machen wir da den Abstand? Null 01. Auch was. Ach, pues. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit denen. Ich bin gespannt, wie sich der fährt jetzt. Gazoo Racing hat auch drauf den Skürzel. Das heißt, es ist dahergerichtet. Hey, Commander. Ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurennen geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Ja. Hoffe, du bist bereit. Oh, ich bin bereit. Bin bald da. Was geht, Leute? Scott Tyler hier bei Base Arena. Das Horizon Festival hat begonnen und wow, wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal auf dem Weg zum neuen Schaurennen. Bereit für auf gut Glück, Amigo? Bestimmt. Yes. Wie? Was war das? Du sagst, brauchst mich? Ja, Horizon. Tolle Neuigkeiten. Ich muss jetzt sofort los. Immer mehr drauf probieren, wieder vor, ne? Hast du dein Ziel erreicht? Ja. Ich hoffe, das Dreh läuft auch halbwegs rund. Oder? Oh, geil. Ist das nicht der Hunigen, der von Endblock da war? Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurennen vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Schwierigkeit sehr erfahren, passt das, lassen wir da jetzt einmal so. 16, nur ABS habe ich an, sonst Lenkung auf Simulation, Traktionsstabilität auf Aus, Handschaltung logisch. Zurückspulen schon, weil ich will mich dann nicht deppert ärgern, wenn man am Platz uns anfällt. Ne? Sendet live aus einem Flugzeug. Oh, ich bin aufgeregt, Horizon. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot? Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Ich glaube, also so wie es auch ein Vierer, die Querfeld-Einräder werden wahrscheinlich besser sein, Aussatz. Aber schauen wir mal. Oh, so war gar nicht, aber so auch nicht. Ist ja noch alles neu. Und... Toben! Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, was uns noch erwartet. Danke sehr. Kann sein, dass ich zwischendurch ein bisschen schweifsam bin, wenn ich mich konzentriere, oder... Hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, ja. Das war der Plan. Bitte. So wie mein Motor, wenn ich mit offener Motor ist. Touchdown! Los, Motorradteam! Das nenne ich Rennen, Horizon! Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker! Für wen seid ihr? Brunnen Handbremsen haken. Was da? Kopfstummen. Das schaut die Stadt geil aus. Eine Pizza. Ist dein Biker verschwunden? Pilot, was ist das? Der ist ein bisschen aus dem Häuschen, ne? Versprecher. Moment, ist das ein Wingsuit? Zielgerade! Und dieser Grünschnabel gibt nicht auf! Zeigt da keinen Grünschnabel. Das mit 1 sehe ich sehr gerne. Latsche 01, noch so wunderschön. Was für ein Rennen! Das war unglaublich! Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Na, danke sehr. Nehme ich doch gerne, ist ein wunderschönes Auto. Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Abgemacht. Danke, Haley. Bis bald. Okay, also es war jemand in einem Wingsuit, auf einem Motorrad, in einem Transportflugzeug. Stimmt's, Horizon? Ich frage nur, damit ich das meinen Freunden auch richtig beschreibe. Oh, und am besten noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. Und gesendet. Also, wie wär's mit den Foo Fighters? Du hast gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Danke sehr. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. In 400 Metern rechts abbiegen. Jetzt wird das Boxschall kommen, aber ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Vocho chauffiert. Oh. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Sicher, dass wir den Zeitplan einhalten können? Ich kann später das andere nachholen. Ja, sonst wäre ich wohl nicht sehr gut in meinem Job, oder? Das ist mein Käfer. Oder wenn man das heißt. Ich glaube fast das. Ich fahre mit Alejandra. Geht klar. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. So Leute, ich fahre jetzt in mein Festival rein, weil ich muss meine Stimme ändern. Ah, na endlich. Haley hat mir einen Fahrer geschickt. Hey, du stehst auf Oldtimer, oder? Die Klassiker. Ja, ja. So, jetzt müssen wir uns da mal zurechtfinden. Charakter anpassen. Zack, zack. Da haben wir noch nichts. Stimme. Daher kann man es auch. Vorschau. 3. Was ist die Taste 3? Könnt ihr mich jetzt hören? Willst du deinen Wagen verbessern? Dann bist du hier richtig. Komm, ich zeig dir alles. Haben wir schon Kohle? Ein bisschen was, gell? 48.000, da schon. Wenn du deinen kompletten Motor auswechseln willst, geht das hier. Na, den lassen wir jetzt einmal original, aber was für... Und da gibt's auch ein paar, ne? Das kann man auch irgendwo umschalten, dass PS anzeigt und nicht KW. Jawohl. Ja, weiter. Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. Ist der Batsch, schaut der PS aus. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alter Schwede. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ha? Der übliche Forza-Splitter. Schaut geil aus. Reifen? Oh, und ob wir Reifen haben. Montiert. Serien. MSLX. Da knallen wir mal Semislicks drauf und machen wir auch die Reifen. Oh. Ah, da sind wir schon S1-Klasse dann. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass ich mit dem schon so hoch raufkomme. Also wir gehen da wieder auf... Ja genau, da geht wieder auf die zurück. Dann können wir 285 fahren und hinten haben wir jetzt ein 305er. Wir gehen wir nur ein bisschen dickere Walzerln, Felgen lassen wir dabei so wie es sind. Was hier passt du dein Handling an. Teile für deinen Motor? Hier. Das werden wir uns dann auch gleich anschauen, natürlich. Das wollen wir nicht. Bringt denn das 19? Wenn wir vielleicht... Das bringt recht viel. 120. Vielleicht geht es mit dem aus. Pass auf, gehen wir da zurück und dann zack. Da geht es auch nicht aus. Dann lassen wir den drin. Kann er ruhig auch das Schwungscheiberl vertragen. Welchen Land? Willst du weitermachen oder sollen wir das einbauen? Aber bauen wir ein. Los die Welt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir noch schnell in die Einstellungen. Wir führen Aufzeichnungen über jeden Mechaniker, der in den Fuhrpark kommt. Du kannst also auch das Motortuning von anderen ausprobieren. Ja, da habe ich noch nichts gehört. So. Wenn du eine Lackierung für dein Auto willst, bist du hier richtig. Die Stimme ist ein bisschen laut von der, gell? Okay, da haben wir Strohpaletten. Da haben wir Speziallacke. Der Geschichte. Das ist sehr ähnlich. Kann man noch Feinabstimmung auch noch machen. Gehen wir da vielleicht abtun. So, ins Paul. Und okay, da könnt ihr jetzt den ganzen Clean Bean machen. Bleiben werden wir natürlich ein bisschen verdunkeln. Riesel, man muss nicht übertreiben. Im Sättel kann man jetzt auch gehen. Das schaut einfach hin. Speichern, passt schon, jetzt gehen wir raus, jetzt fahren wir weiter. Also was tut. Und Einstellungen müssen wir schauen wegen PS. Da müssen wir aber jetzt rausgehen, ja. So, jetzt schauen wir uns mal auf von außen. Nett. Unter was ist halt die Frage, unter was das jetzt ist, ne? Das Mitwirkende brauchen wir nicht anschauen. Lustigerweise gibt es 2 PS. Nehmen wir das zweite. So, und jetzt fahren wir. Weltkarte. Ja, da gibt es schon ein paar Sachen zum Entdecken. Die werden wir uns dann alle holen, die Schilder. 250. Könnt den Arm nicht aushalten. Wo ist denn der Schüler? Schon fleißig am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. In 400 Metern rechts abbiegen. Es schaut krank geil aus da, oder? Ich muss da gleich mal... Ich glaube, ich muss einmal in Fotomodus gehen, wenn das belegt überhaupt da. Sehr gut. Wahnsinn, wie das genial ist. Machen wir das so. Das nennen wir jetzt ganz einfach 01. Ohne viel Klimbim teilen, ja, tschüss. Da will ich verlangen. Denn wir werden jetzt diese Käferstory spielen. Geil. Ich bin schon sehr gespannt auf das. Hey, Alecha, wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy, ich erzähl's dir unterwegs. Gern. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen, Familie und Kunst, Familie und Musik? Fast. Familie und der VW Käfer. Vocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der ihn hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Die werden wir neu starten, weil das war ja ziemlicher Fail, ne? Der Anfang. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen, Familie und Kunst, Familie und Musik? Fast. Familie und der VW Käfer. Vocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der ihn hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Sucht ihn! Dann fühlt man jetzt einfach auf ein paar Hohen. Oder wenn wir Außenkamera nehmen, weil das man wieder mehr Überblick haben. Bisabuelo bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber Papa alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Vocho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Ernsthaft? Papa Fernando liebte dieses Auto abgöttisch. Der Tod ereilte ihn wohl auf einer schlammigen Straße hier in der Nähe. Er schoss ein letztes Foto und ließ ihn dort stehen. Da geht's also hin. Wenn du ihn findest, bringe ich ihn wieder zum Laufen. Ich hoffe echt, wir können ihn... Das muss definitiv hier sein. Aber wieso sollte Papa Fernando den Vocho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendas sein. Schon tremend. Da gehen wir dem aus im Bildschirm. Ich mach nur mal die Tür auf. Starki? Mann, jetzt im Moment ist er nicht geil. Er ist wirklich hier. Wir haben ihn für dich gefunden, Papa Fernando. Aber sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Geht klar. Okay. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Llantas, lo eléctrico. Das wird selbst für mich nicht leicht sein. Ist ein Käfer. Wird bestimmt sofort stark. Truck Simulator, ne? Wundern wird's mich nicht. Mehr Käfer, als was ich geglaubt habe. Kamera kann man nicht wechseln, den muss man so fahren. Halt Ausschau nach Baustellen. Die Straße sieht frei aus. Ich bin sicher, das passt schon. Okay. Und was ist das? Sieht nach einer Baustelle aus. Kommst du irgendwie dran vorbei? Ich denke, das kriege ich hin. So kann man's auch machen. Was wirst du mit ihm machen? Ich habe muchas ideas. So ist das mit dem Vocho. Nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. Jetzt mal Opa, hau ab. Über 20 Kaiser am Kampfschaum, oder? Den Truck hier. Den Rest übernehme ich. Was habe ich dir gesagt? Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Ja bitte, 3 Sterne, das habe ich immer gern. Hey Commander, wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet, also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung, die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Langsam, Leute. Da geht's ja auch noch weiter, ne? Okay, brennen. Der will jetzt unbedingt, dass er was macht, gell? Mal gleich das, wenn man schon drauf könnte ein Rennen vertragen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und dann muss man, glaube ich, ein bisschen einstellen, weil der ist... Aha. Sehr gut, danke sehr. Ganz Senna haben wir gekriegt. Der Wunder. Sollte man gleich mit dem fahren, ne? Autos, Tunen. Ah ja. Okay. Auch. Das können wir noch nicht. Boah. Fuck. Waren ein bisschen weicher, weil die Unebenheiten schluckt. Besser und hinten kommt. Das Maximum tiefer. Dämpfer. Runter. Ein bisschen mehr. Oh. Komm mal. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Gripperin an. Schauen wir uns das einmal an. Oh. So. Den werden wir gleich mal probieren, weil das ist nämlich ein geiles Wagen. Der wäre natürlich auch geil, ne? Den höre ich nur voll auf Straßenrennen sein, oder? Ja, schaut super genial aus. Gucken wir mal, ob wir das checken. Nicht. Steuern seinem Mutter her. Da hier sind. Oh, das habe ich verpasst, oder? Na, nicht einmal. Schon wieder, wir hätten nicht so viel Geld einstecken sollen. Boah, das ist ja ungeschickt. Na, da wiederholst du das nicht. Richtung fürs Publikum, weißt du? Müssen wir denen anders bieten, ne? Oh. Oh, ei, ei, ei. Aber wisst ihr, was wir dort machen? Wir gönnen uns einmal, mehr geht nicht. Ei. Ich will es unbedingt gewinnen. Das macht man zwar nicht so, eine Bremse in die Wagen, das gehört sich gar nicht. Okay, also das Anbremsen von der Kurve ist da noch wichtiger als ein Viererteil. Zumindest ohne Traktionskontrolle und ohne Stabilitätskontrolle. Na, das schaut gut aus, das Auto. Da sehen wir gleich, was wir für einen Schatz zusammengefahren sind, wenn das auch jetzt ausschaut. Das ist aber ein kleines Auto, muss ich sagen. Wir hätten nicht so viel Geld einstecken sollen. Da ist er schon repariert. Geiles Wagen. Dreh am Rad. Beim ja. Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Oh. Schön. Alten Merzl. Da unten drunter war auch nicht schlecht gewesen, ne? Leider haben wir ziemlich viel Geld ausgegeben jetzt wirklich für einen anderen, weil der ist geil, der Lenz. Oh, das war mega mit dem. Ellie, wie fandest du das? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß. Schauen wir mal. Und das, argerweise, nennt man natürlich jetzt eine 02. Und das machen wir deswegen, weil wir gerade die kreative Phase haben. So, da. Ja, ich will ihn verlassen. So schaut's aus. Jetzt kann ich gescheit Kloschert sein, ne? Nachdem ich so einen Rotz zusammengefahren bin. Jetzt werden wir da mal auf die Map schauen und werden, das haben wir gemacht, da haben wir schon uns ein paar Sachen geholt. Was ist das? Flugplatz, Querfeldeinstrecke. Lass uns ganz einfach einmal an. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Der Autosound ist schon echt besser, muss ich sagen, als davon. Bei nächster Gelegenheit wenden. Na, so haben wir es nicht gehört. Ich bin einfach vorbeigekommen, aber auch nicht schlecht. Da haben wir ein unentdecktes Straßerl, das werden wir natürlich aufdecken. Route wird neu berechnet. Ja, macht das nochmal. Ich rechne neu und ich decke dabei noch ein bisschen auf. Da hat man richtig Lust auf Urlaub, oder? Und die Musik ist aus, also wenn die Musik spielt, wissen wir. Musik, bitte hören. In 400 Metern links abbiegen. Da versteckt sich 100% irgendwo Schüler. In 200 Metern links abbiegen. Aber jetzt gut. Oh. Das ist der Flugzeugfriedhof. Alter, schaut's da geil aus. Alter, schaut das geil aus. Sehr geil. Du hast dein Ziel erreicht. Ja. Mach mal. Mit was für einem Formen? Dem oder gleich mit dem? Das kann ich aber auch. Der Booster auf dem Fische. Kann man nicht hören, ein bisschen. hoppala. Weg, aus dem Weg. So, das fahren wir jetzt aber gescheiter an. Ja, wie man sieht, gehe ich schon wieder ein bisschen zugeben, die Querfeld-Einrennen waren nie meins so richtig, aber es ist da, es fühlt sich schon besser an als beim Viererteil. Ne? War gut. Komplette Kurven trifft, geil. So, und... Ah. Entschuldigung, da muss ich... Alter, ernsthaft. Vielleicht ein bisschen gemogelt, aber ich möchte es gewinnen und ich will nicht 15 Mal das gleiche Rennen. Jawohl, so schaut's aus. Das kann man überspringen, gut zu wissen. Das bietet sich ja da sehr an für Blödsinn. Da kannst du richtig austoben. Wo ist da das Schwimmen? Dazwischen oder sag nicht nach oben. Da dazwischen? Aha. Autsch. Das ist eine Schnellreisetafel. Zerstöre sie, um Schnellreisen günstiger zu erhalten. Zerstöre alle für kostenlose Schnellreisen. Alle! Was man mit Sicherheit machen wird. Ich denke da nur durch die Straße laufen, also nicht, dass ich jetzt wundert, was macht er denn jetzt? Ah, das ist genau, das ist das da oben. Mit der Verbindung. Genau, fahren wir. Nach Hause. Riddlespins haben wir zwar. Mal mal hinein, nicht? Wir haben ja noch nichts. 70, wow, bald Jahr. Wo ist noch Wager? Ei. Oh, drüber ist der Black Series gewesen. Oh. Kapuzenpullen, auf den habe ich schon gewartet. Ja. Ja, die haben wir alle. Und? Was auch? Wir könnten mal in den Supra reinhören. X5M Fahrzeug Edition S2998. Ich will so ein übertriebenes Wagen nicht einmal noch probieren. Ja, den haben wir auch bekommen. Sehr geil. Oh ja. Hören wir mal rein, oder? Den alten Supra. Für das Gelände ist der natürlich unbrauchbar. Das ist, glaube ich, logisch. Fahren wir einfach mal mit normalen Bronco. Wenn wir da schon so im Gelände herumgurken. Also wieder dazwischen mit einem Motor. Scheinbar ist auch jemand dabei. Also, was macht man nicht alles für Erfahrungen? Aber schaut, direkt einlassen. Das kann man nicht anders sagen. Da ist ja noch ein Tafer. Servus, grüß dich, Tafer. Ich würde nur sagen, beim Aufdecken werden wir jetzt eher Außenansicht fahren. Der hat sich eigentlich gar nicht so schlecht aus, der Fahrer, oder? Abbauen wir die bis hier genau, oder? Mehr machen. Da haben wir ja ziemlich aufgedeckt jetzt. Wenn man da vorfahren will. In Fahrtrichtung weiter, aber nicht mit dem Auto. Bei nächster Gelegenheit. Ich hab Booster wieder auf Erden. Hört sich super an. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wenden. Route wird neu berechnet. In 200 Metern links abbiegen. Ach du, übernein. Das ist super. Und Handbremse aber. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dafür wird drunter sein. Du hast dein Ziel erreicht. Da hört schon die Musik. Nice! Kann man da bloß Palmen abholzen, oder? Fast Road. Ich sag, ich sage immer dem Wasser mitten im Schirm. Ui, das ist wieder was mit Jump. Nur die Frage ist von wo, ne? Okay, von da wahrscheinlich. links, rechts. Und? Ja! Aber Punktlandung. Schön. Hey, was ist denn das? Gefahrenschild. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oder Querfeld einfahren, ne? Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Auf der nächsten kann etwas passieren. In 400 Metern rechts abbiegen. Entschuldigung, da nehmen wir uns aber ein anderes Auto. Und zwar eins, das ein bisschen mehr Bums hat. Gleich sowas, ich weiß nicht. Nehmen wir den einmal spaßhalber. Ist ja wurscht. Nehmen wir das einmal spaßhalber. Alter Schwede, was ist das für ein abartig gestörtes Wagen? Bei nächster Gelegenheit Ende. Dezent auftuned das Wagen, ha? Bis tot deppert, was ist das für ein Wagen? An X5 so her ist schon lange nicht mehr. Ja, weil ich so ein Psycho bin und so einen Anlauf nehmen will. Ja, der nächste Psychopath, ne? Schau. Hey, Commander! Wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Mach weiter so. Wir feuern dich an. Ja. Danke, Haley. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das für ein viertes Wagen. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links. Jetzt wäre natürlich interessant, Leute. Nicht nervös sein. Der ist langsamer. Toll. Auch 8. 10. Ho, 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 ho. Steigen wir mal ein in den Elektro-Porsche. Den Talcan Turbo S. In 400 Metern links abbiegen. Ist aber natürlich seltsam, ne? Links abbiegen. Schon ein bisschen eigenartig, oder? Bei nächster Gelegenheit wenden. in 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. Ja. In 200 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wollte ich nicht, sorry.